Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 8. Juli. Heute haben wir dabei Amazon, Deutsche Bank, Office.com, Samsung und E-Scooter. Beginnen tun wir mit Amazon. Die haben jetzt für die Alexa-App einen Hands-Free-Modus eingeführt. Was bedeutet das? Ja, ihr könnt halt einfach, wenn ihr auf iOS oder auf Android unterwegs seid und, ganz wichtig, die Alexa-App offen habt, dann könnt ihr einfach nur den normalen Begriff sagen, den sage ich jetzt nicht, dann springen hier meine ganzen Echos an und dann kommt unten ein blauer Balken in der App und dementsprechend nimmt dann der Sprachassistent von Amazon die Information auf und gibt euch dann Feedback oder macht eure Lampen an oder was auch immer ihr mit ihm steuern wollt. Ganz nette Sache, aber ganz ehrlich halt, es muss die App offen sein, das ist dann auch irgendwo wieder witzlos. Es kann leider nicht ins System integriert werden, schade. Aber es ersetzt unter anderem vielleicht den Echo Auto, denn das ist ja ein 60-Euro-Gerät, was man sich ins Auto legt, um da per Sprachsteuerung dann die Alexa zu bedienen. Und ja, wenn man jetzt da sein Telefon vorne hat und eben die App offen hat, dann hat man da die gleiche Funktionalität. Könnte ausprobieren. Die Deutsche Bank und Google, die wollen das Bankgeschäft grundlegend transformieren. Also so klingt es zumindest in der Presseerklärung. Und was bedeutet das? Ja, die haben einfach eine Partnerschaft jetzt verkündet. Sie arbeiten zusammen. Ganz konkret, es geht um die Google Cloud. Die Deutsche Bank will ihre IT-Architektur neu strukturieren. Und ja, das verkünden sie einfach nur ganz toll, laut und groß. Was am Ende dann damit passiert, werden wir wahrscheinlich als Endkunden auch nur bedingt mitkriegen. Aber vielleicht läuft dann alles ein bisschen runder. Die Leute, die den großen News-Geek-Talk hören, die wissen ja, dass ich ja durchaus meine Deutsche Bank und Apple Pay-Probleme habe. Aber anderes Thema. Nächstes Thema. Office.com, die Webseite, mit der man halt Microsoft 365 nutzt und in der Office-Welt halt Excel-Sheets online bearbeitet oder auch per Web-Access mit Outlook seine Mails abruft. Die Webseite, die bekommt nämlich jetzt gerade ein neues Redesign mit einem frischeren Look, der Fluent Design-Sprache mehr entsprechen soll. Das Ganze ist nicht offiziell angekündigt worden, aber anscheinend wird es derzeit ausgerollt. Und wie üblich, nicht jeder hat es direkt bekommen. Ein paar Leute haben es und ein paar Leute haben es noch nicht. Ich habe es auch noch nicht. Also von daher, wenn ihr Microsoft 365-Nutzer seid und Office.com und eine der Apps nutzt, schaut mal rein, vielleicht hat sich da was getan. Samsung, die haben jetzt ihren Galaxy Unpacked Event für den 5. August angekündigt. Um 16 Uhr wird es da neue Geräte geben. Was wird es da geben? Ja, das Samsung Galaxy Note 20. Da sind ja schon diverse Informationen im Netz zu erfahren. Ich glaube, ähnlich wie auch selbst bei Apple mittlerweile, wird es da nicht mehr so viel große Überraschungen geben. Vielleicht stellen sie aber auch ein neues Fold vor als zusätzliches Gerät. Also es wird auf jeden Fall ums Note gehen, aber es könnte ja noch mehr sein. Also von daher, wenn es euch interessiert, schaut rein, wird natürlich gestreamt. Und letztes Thema für heute, mit Gruß an den Weltpiloten, der es mir geschrieben hat, ist das Thema E-Scooter, und zwar E-Scooter in der Schweiz, konkret in Bern. In Zürich gibt es die ja schon, aber Bern hat sich jetzt auch entschieden, E-Scooter zuzulassen unter strengen Auflagen. Demnach wird es nur 200 bis 250 E-Scooter überhaupt geben. Es ist eine einjährige Phase, danach wird es evaluiert. Und dann schauen wir mal, ob auch in Bern weiterhin ein Scooter gefahren werden kann. Finde ich schön, dass sich das ein bisschen bewegt. Hier in Deutschland haben wir es ja gefühlt eigentlich in jeder größeren Stadt. Warum denn nicht auch in der Schweiz, wo die ja so nett E-Trottinette heißen. Das sagt der Martin auch immer und ich kann es mir nicht merken oder richtig vernünftig aussprechen. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit jetzt E-Scooter gesagt. Und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Mittwoch, Bergfest. Kommt gut durch den Tag, bleibt positiv und wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.